Heute wird's mal wieder lustig. Heute schmelzen Gehirnzellen, denn Lumex ist mit am Start. Was geht ab? Bist du dumm? Nein, Spaß. Was geht, Lenny? Ich weiß es nicht. Sagst du es mir? Alles gut? Nein, natürlich nicht, Junge! Ich werde alles zerstört. Heute schmelzen nämlich Gehirnzellen, weil wir uns sinnloses Minecraft anschauen. Es wird krass. Ich würde sagen, wir starten mal sofort herein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und... Okay, ein Enderman. Eine Enderperle, krass, Pet. Ne? Eine Enderperle, ganz, ganz heftig, yes? Oder? Was macht der jetzt? Heftig. Ah, ja. Hä? Man kennt ihn, oder? Der Frosch. Warte mal, ist der jetzt gerade in einem Frosch drin? Der ist in einem Frosch drin, ja. Ein bisschen chillen im Frosch. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Es wird noch schlimmer, glaub mir, es wird noch schlimmer. Was macht er jetzt? So Dinner Bone, so ein Name Tag. Das kenne ich, also kommt drauf an, was der macht. Okay, wenn du nämlich Mobs umbenennst in Dinnerbone, dann drehen die sich normalerweise, weißt du? Und das war jetzt so ein Gag so mäßig. Ist, ja, ist, ja. Ist das so ein Easter Egg oder was? Ja, ja, genau. So, jetzt haben die hier ein Boot, der gibt einen anderen auch ein Boot. Was macht er jetzt? Und jetzt, was wird er machen? Er dreht sich um? Was? Digga, man kennt ihn, der isst das Boot auf und ist einfach selbst das Boot. Bro, was ist das denn? So, Steve Boat, let's go. Okay, bau den ab. Kann den abbauen? Okay. Denkst du, der baut den ab, oder? Aber ich weiß es nicht, jetzt sieht es komplett verrückt aus, Junge. Junge, was ist das denn? So, okay, erstmal ein paar Pandas füttern, ne, mit Bambus. So, let's go. Und Bambus hat den, okay, er gönnt sich, ne, wir sehen. Er gönnt sich Bambus. Okay, und jetzt macht er so eine Rolle, dass du alles nicht so... Hey, warte mal. Ah, er wurde überrollt. Er wurde überrollt. Bro, das sieht einfach aus wie eine Pizzascheibe. Oh mein Gott. Was? Ja. Einmal Steve Margarita-Pizza, würde ich sagen, ne? Was macht er jetzt? Er läuft? Er läuft in der Mine. Ja, Diamanten, let's go. Könnt ihr, guck mal, die Textur sieht schon komisch aus. Da ist irgendwas... Oh nein, 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 Pet, nein. Ja, guck mal, nein, er baut das mit Holzspitzhacke ab und... Nein, 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 nein. Ah ja, oh. Junge, warum Diamanten? Was fällt dem ein? Der kann doch nicht. Ey, das macht alles gar keinen Sinn. Der kann doch nicht einfach Diamanten angreifen. Was ist denn mit dem los? Ein bisschen Weizen, ne? Ein bisschen Weizen farmen. Ah, okay. Ja, ja, ja. Hä? Oh, was? Was? Junge, was ist das, Alter? Ey, es ist wie geht's dir was? Ich hab keine Ahnung. Ja, es hat einfach keinen Sinn, wirklich. Es hat keinen Sinn. Redstone. Okay. Okay, wieder Diamanten, ne? Denkst du, diesmal greift er die auch an? Also. Oh, Steve kommt auch dazu, der Ehrenbruder. So, oh, nein. Jetzt. Okay, was macht der Wassereimer platzieren? Also, ob's. Ach, er trinkt eine. Na. Er trinkt den Wassereimer und kann einfach darüber laufen. Also, er ist einfach 5000 IQ. Okay. Guck mal, jetzt kann er einfach 5000 IQ, Junge. Ehrlich, ne? Das ist ein Cobblestone Generator, ist ganz normal noch, ne? Das ist ja, was Besonderes. Was macht der jetzt? Was macht der? Nimmt jetzt Lava und jetzt, was macht der? Hä, was macht der? Ist der doof? Er nimmt die Lava und jetzt. Hä? Okay, da macht der Lava hin. Hä? Was soll das werden? Hä? Was? Hä? Ja, die Logik check ich ja nicht mal. Das check ich jetzt aber gar nicht mehr. Er hat irgendwie einen XXL. Ach, weil der Cobblestone Generator umgedreht war, glaube ich. So nach. Irgendwie ist es gerade wieder sinnlos. Es ist sinnos. So, Phantom, da haben wir einen Phantom. Du musst die Flügel abschneiden wahrscheinlich. Ah! Ey, warum kam ich da nicht drauf? Leute, einfach Flügel abschneiden, ist doch klar. Hä? Let's go. Oh, ein Hund. Okay, das geht sogar, glaube ich, das Halsband färben, wenn ich mich nicht täusche. Aber was macht er jetzt? Jetzt färbt er. Ey, tatsächlich geht das in der Bedrock-Edition. Da kann man Hunde färben, aber nur mit einem Command. Also nicht so. Lenny, sind deine Gehirnzellen noch da? Es wird noch schlimmer. Sind noch da, aber ich check ehrlich gerade, ich blicke gerade gar nicht durch. Langsam stellt man so Minecraft in Frage, ne? Ob man überhaupt. Er legt sich jetzt ins Bett, Bro. Was macht er jetzt? Villager legt sich ins Bett, nichts Besonderes. So, er baut Steine darunter ab. Okay. Oh nein, ich habe eine Vermutung. Ich habe schon eine Vermutung. Nein, nein. Ja, hey! Ganz normal, oder? Ein ganz normaler Minecraft-Tag, würde ich sagen, ne? Digga, also, wenn das wirklich geht, Bro, stell dir vor, das geht wirklich. Nothing special, so. Ich würde den so runterschieben, ich würde den einfach hauen und runterschubsen, so gerne jetzt. Ja, Mann, ne? Von dieser fetten Plattform. So, jetzt eine fette Geschwindigkeitspotion hat der abbekommen und jetzt macht der. Ah, er macht jetzt aber nicht Sandbridging, oder? Wie soll das.
Ach Junge, was ist das denn, Alter? Das ist, es ist so was? Dumm. Der ist, der klickt schneller als das Sand runter, als dieser Sand runterfallen kann und kann deswegen sich rückwärts bauen. Das geht natürlich nicht, ne? Ja, wie? Wie geht das? Ich glaube, das geht safe, Bro, wenn du es richtig machst. Ja, nein, das geht nicht. Hundertprozentig nicht, Lenny. Also. Doch, das geht. Ja, das geht, Leute. Probier's aus. Wer es hinbekommt, der bekommt einen Keks. So, der ist jetzt hier in der Nacht unterwegs. Der soll mal lieber seine Baumtexturen hochstellen. Das fuckt mich ja, voll. Ja, ehrlich, ne? Der hat auf Fast hat er eingestellt. So, jetzt der Creeper. Der nimmt den einfach mit. Ey, warum kam man da nicht so drauf? Ne, ist doch klar, den Creeper mitnehmen. Und Essen, hey, gönn dir! Digga, ist doch klar, dass der explodiert. Ja, was? Oh ja. Du kannst doch nicht einfach den Creeper essen, Mann. Wahrscheinlich, Bro. Was erwartet der denn? Was macht der denn, ey? Okay. So, wieder ein bisschen. Das macht wieder alles gar keinen Sinn. Das wird wieder komisch ausgehen, Lenny. Das wird wieder richtig komisch ausgehen. Was macht der? Ich bin jetzt sehr gespannt. Oh nein, der eine Pisten schiebt den anderen Pisten weg. Oder? Hä, okay. Nee. Hä, was? Digga. Ich glaube, das geht wirklich sogar. Das sah nämlich so ein bisschen so aus, als würde das gehen, ne? Aber vielleicht in einer älteren Version oder sowas. Zumindest sehen die Texturen so ein bisschen älter aus, sage ich mal. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier... Oh, Steve! Steve in der Mine. Guten Morgen, Schalter Steve. Schalter bekommt der, ne? So? Okay, was soll das und jetzt? In Sticky Pisten, ne? Was ist, wenn wir zwei Schalter benutzen, sagt Walter Blue, also der andere Steve? Und jetzt geht der höher, oder was? Ja, wahrscheinlich! Bro, das macht gar keinen Sinn schon wieder. Von wo soll dieser Pisten herauskommen? Warum soll der da jetzt da rauskommen? Hä, woher? Das ist so lieb. Okay, er hat ein Schwein angeleint, okay, und jetzt? Das kann ja nicht so krass werden, oder? Ich meine, das ist doch nur ein Schweinchen. Was stand da auf dem Schild? Hab ich jetzt gar nicht gesehen. So, nimmt die Leine weg, da kommt Steve wieder heraus. Und Animal Control Service. Okay, irgendwie in so ein... Warum hat er da eigentlich Teppiche drauf, Bro? Warum? Ja, damit er da drauf gehen kann. Guck mal, ist der Schwein auf? Er hat das einfach aufgehoben. Aber ey, ich will jetzt wissen, können Tiere nicht über den Teppich drüber springen, oder was? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Also eigentlich eine gute Frage. Schreibt's mal in die Kommentare, Freunde. Vielleicht wisst ihr das ja. Das sollte ja gar keinen Sinn machen, dass da so... Ja, weil sonst könnten die ja auch rausspringen, meinst du, ne? Ja. Ja, gut, das stimmt, ne? Ja, jetzt, Bro. Aber eigentlich würde ich sagen, können die auch rausspringen. Der macht jetzt hier auch... Ah, nein! Der macht einfach mal ein Endportal als Netherportal oder was? Oder? Wenn das jetzt geht, Bro, stell dir vor, das geht einfach. Stell dir mal vor, Junge. Und let's go! Bro, wahrscheinlich, Digga, geht das. Also die sieht einfach komplett lost aus. Also die drei Fragezeichen, die beschreiben es eigentlich ganz genau. Ich weiß, haben wir da eine Holzhütte? Okay, eine ganz normale Holzhütte hier. Was macht der jetzt? Er macht eine Fackel. Okay, eine Fackel, nichts Besonderes soweit. Hä? Okay, jetzt? Was soll das? Ja, wo kommt er denn jetzt her? Ja, irgendwie, der kommt immer aus der letzten Ecke so, ne? Das ist zu hell. Was macht der jetzt? Ach, der macht die Fackeln aus mit Wasser. Der löscht die Fackeln. Aber Bro, wie machen die das, dass das im Spiel wirklich so funktioniert? Wie machen die das? Vielleicht programmieren die das ja sogar, ne? Kann ja auch sein. Oder die animieren das, aber ich glaube eher programmieren, ne? Ist schon aufwendig, ne? Eine Ender-Chest, okay. Und jetzt? Was kann so besonders sein an dieser Ender-Chest? Und? Okay, pass auf. Er doppelt jetzt und dupliziert. Schwarten. Nicht, er doppelt und dupliziert. Du hast einfach predicted. Er wird gescannt. Also, eine große Ender-Chest gibt's übrigens in Minecraft nicht, Freunde, ne? Für die Leute, die es nicht checken. Gibt's nicht. Also, man kann nur eine haben. Man kann die nebeneinander stellen, aber dann hat man immer so Solo-Dinger. Ah, okay. So. Okay, und jetzt, was haben wir jetzt hier? Er macht eine Truhe. Normale Kiste, das ist noch soweit okay, würde ich sagen. So, der packt. Er macht eine Tübe-Chest. Ah, ich wusste es. Aber es sieht total kacke aus, ja, Guck mal, das macht gar. Ah, Digga, es ist. Was ist das schon wieder für eine Ansicht? Besonders ist die rechte Kiste ist nicht mal aufgegangen, dabei, als die geöffnet hat. Ja, also, Bro, das hat really lost jetzt gewesen. Ultra lost. So, schön hier irgendwelche Leitern platzieren an der Wand und er bekommt die ganze Zeit Wasser ab. Warum bekommt er hier Wasser? Hast du gesehen, da waren so Wassereffekte? Ja, ich hab keine Ahnung. Oder es war vom Turm, dass er Wasser nämlich heruntergelassen hat. Das kann auch sein.
So, jetzt sagt der, geh da hoch, Kollege. So, der. Der guckt den irgendwie so an. Was macht der, Digga, Alter? Hä? Geh hoch. Digga, hä, Bro? Der geht hoch. Also Bro, genau, was? So, genau so, wie der es gesagt hat, ne? Der geht hoch. Digga. Also, er hat ja prinzipiell nichts Falsches getan, ne? Muss ja, man sagen, ne? Bro, Bro, wie er ist, er ist hochgegangen, ne? Jetzt macht hin und vorne keinen Sinn, Bro. Junge, ist das einfach geil. Ah, er macht 4,4 Iron Chestplates, macht er. Ah, er stackt die, er stackt die. Und ja, okay. Ja, okay. Wow, so eine Breite, ne? Kann man. Man hat gerade gesehen, Bro, dass das animiert ist. Schau mal, gehst du mal zurück. Ich habe gerade ein feines Auge gehabt. Ja, man hat es animiert. Warte mal, wir gucken uns nochmal ganz kurz an, diese Stelle hier. Und zwar, schau mal, siehst du, dass die Chestplate. Warte mal. Ich spiel nochmal dahin. Ja. Und die Chestplate ist einfach über der Animation drüber. Siehst du das? Dass die einfach über. Das ist die links. Die ist über der Rüstung drüber. Schau mal, die Chestplate. Ja, aber so ist es, glaube ich, in Minecraft normal, wenn ich mich nicht täusche. Nein, der Skin. Guck mal, Bro. Rechts geht der doch auch über die Dinge drüber. Siehst du das? Er geht doch auch über das drüber. Und links auf einmal ist das Item über dem. Das macht gar keinen Sinn, Bro. Leute, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es trotzdem gut gemacht. Ja, scheiße. Aber wir gucken mal, was der jetzt hier macht, der Bree. Denn das ist auf jeden Fall nicht ohne. Hä, Bro, wie machen die sowas? Stell mal vor, der kommt dir auf der Straße entgegen. Was machst du? Digga, ich finde nur diese Musik, diese. Diese. Scheiß auf. Das mit der Musik, das habe ich gefühlt. So. Was macht der? Er provoziert den so ein bisschen. Hä, warum kann er alle Mobs einsammeln, Mann? Er sammelt aber schon wieder Creeper ein, Bro. Junge. Er stellt ihn jetzt da rein. Hä? Was soll das machen? Hä? Lass mich mal, der explodiert jetzt gleich. Locker, oder? Das ist so eine Art Prank, ne? Safe geht in die Luft. Safe, oder? Und? Nein? Ah, lol, doch, guck mal! Ey, stell dir mal vor, das wird gehen, wie krass das wäre, ne? Digga, so eine Zeitbombe in Minecraft. Digga, was ist eine Zeitbombe? Ey, voll geil! Alter, wie krass wäre das denn? Was macht er jetzt? Macht das zu? Damit er eine Piste daneben packen kann? Und jetzt? Hä, was ist das? Und jetzt? Ja, das hat doch gar keinen Sinn, oder? Hä? Hä? Junge? Okay, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Okay, also das kann man nicht wegschieben normalerweise. Also. Digga, yo. Was auch sonst? Ne? Was auch wir haben beide erwartet, dass der Obsidianblock weggeschoben wird, oder? Oder? Digga, hast du auch erwartet, oder? Ja. Okay, ich wollte schon sagen, ne? So. Es okay, ein Cauldron unter Wasser. Das geht sogar, das ging sogar damals. Okay, das jetzt nicht mehr, aber das mit dem unter Wasser, das unter den Cauldron unter Wasser platzieren, dass da kein Wasser drin war, hat funktioniert, aber das nicht mehr mit Obsidian. Hä? Ist das ein kleiner Obsidian-Block oder was? Der hat jetzt noch, das geht in Minecraft nicht. Also das ist auf jeden Fall wieder mit Hokuspokus gemacht. Hokuspokus-Mokus. Ja. Okay, schönes Haus auf jeden Fall, er geht rein, was macht der? Mega schön. Ein Feuerzeug, okay. Zündet das Haus an, oder? Feuerzeug? Was macht er jetzt? Ist nicht irgendeine Blume an, oder was? Einfach ein Feuer machen, einfach. Ah! Junge, Bro. Es ist so random, ne? Es ist so random. Früher konnte man wirklich so Feuerblöcke haben, ne? Aber nur mit Cheats. Aus diesen Feuerblöcken hat man damals einfach eine Kettenrüstung gemacht. Kein Cap jetzt, wirklich kein Cap, das meine ich ernst. Ja, mit Mods halt wahrscheinlich, ne? Ja, aber es gab, also heutzutage gibt es diese Feuerrüstung gar nicht. Siehst du, hab ich doch gesagt! Das ging, also du konntest damals nicht abbauen, Feuer, aber du konntest aus Feuer irgendwie Kettenrüstung machen. Obwohl du auch kein Feuer bekommen konntest. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Was ist das für ein Creeper? Warum hat das eine komische Umrandung? Was heißt das? Supercharged Creeper. Die gibt's wirklich in Minecraft. Die sehen so aus, wenn ein Creeper von einem Blitz getroffen wird. Echt? Was ist das denn für ein Bauer? Hä, hast du gesehen, wie komisch? Guck mal, wie der aussah. Hast du es gesehen? Guck mal. Was ist das denn, Alter? Ist doch egal. Ich will wissen, so ein Supercharged Creeper. Ist es selten sowas? Ja, die existieren halt, wenn du schaffst, in Minecraft einen Creeper von einem Blitz treffen zu lassen. Das ist halt schon selten. Das funktioniert aber nicht. Das funktioniert nicht. Die Explosion ist halt größer, aber dass der in die Luft geboostet wird, das kann eigentlich nicht funktionieren. Ich dachte, das funktioniert, Pat. Ja, ein paar Sachen aus dem Video funktionieren wirklich. Also, die wenigsten. Ja, aber das hat gar keinen Sinn gemacht.
Ja, stimmt, das stimmt. Also TNT-Boosting ging auch damals, ne? Also nicht so extrem, aber... Triggert, dass es der oben bei der einen Ecke das nicht ausgefüllt hat. So, der macht jetzt hier TNT? Nein, ich schieb okay. Das da rein, oder was macht er jetzt? Hä? Ah, ein paar Portalblöcke fahren, man kennt sie, ne? Ein paar Portalblöcke fahren, man kennt ihn. Also, Portalblöcke kann man, glaube ich, in Bedrock auf jeden Fall wirklich farmen, aber nur mit Tricks. Also nicht ja, indem man TNT explodieren lässt. Zumindest ging das damals so. Was ist das denn? Einfach ein Portalblock, beste Leben. So, die machen jetzt hier... Was war? Der ist verschlauter Typ. Einfach 5000 IQ. Der macht sich jetzt hier ein Portal. Geht da gesneakt mit einem Schild herein. Also so am Wehren, warum auch immer das macht. Warum? Und jetzt? Was ist denn eine Mission? Und jetzt? Hä? Okay, jetzt will er sich davon töten lassen oder was? Hä? Macht gar keinen Sinn. Was ist denn jetzt? Was ist das denn dahinter? Hä? Was war jetzt? Es gab doch gar keinen Sinn dahinter, oder? Digga, Bro. Digga, gar. Also, nee. Nee. Check's nicht, Bro. Nee. Also, ich denke mal, das waren genug Gehirnzellen, die verloren gegangen sind. Wie viel hast du noch übrig? Ja, also, ich meine, du hast sowieso keine. Von daher macht es ja keinen Unterschied, wahrscheinlich, denke ich, ne? Ich wollte gerade sagen, macht keinen Unterschied. Also, Leute, wenn ihr noch Gehirnzellen habt, dann lasst ein Like, dann lasst ein Abo da. Schaut bei Lenny vorbei. Der hat noch ein paar Gehirnzellen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Esst Toast, esst Brot, seid brav. Ciao. Genau. Genau.